Ja, ich möchte dir jetzt hier eine Einführung geben in das klassische Ubuntu-Design im Ubuntu GNOME 2.0. Das ist hier die Oberfläche, die es etwa bis zur Version 11.04 gab, die man jetzt nur über Umwege wieder sich installieren kann. Aber in vielen Rechnern findet man noch Ubuntu in dieser Version und deswegen möchte ich das hier etwas genauer erklären. Man findet bei Ubuntu hier zwei Panels, oben einen Panel und unten einen Panel. Und wenn wir hier rechts anfangen, haben wir hier mal die Möglichkeit, bestimmte Einstellungen vorzunehmen, wie zum Beispiel Ubuntu neu zu starten, auszuschalten, das heißt herunterzufahren. Und man hat dann die Möglichkeit, zum Beispiel den Bildschirm zu sperren. Wenn ich jetzt hier auf Bildschirm sperren gehe, wenn ich zum Beispiel kurz auf eine Kaffeepause gehen würde, wäre ich dann aufgefordert, das Passwort einzugeben. Das ist jenes super Passwort, das man bei der Installation festgelegt hat. Man gibt das ein, klickt auf Sperren aufheben und man ist wieder hier. Ja. Bereitschaft, Ruhezustand, laut Energiesparmöglichkeiten. Seit Ubuntu 11.04 gibt es hier die Möglichkeit, Systemeinstellungen sich anzeigen zu lassen. Hier hat man auf einen Klick im Prinzip dann wichtige Einstellungsmöglichkeiten, wie zum Beispiel Bildschirmschoner und dergleichen mehr. Lauter Dinge, die man sich dann noch genau anschauen könnte. Drucken zum Beispiel, welchen Drucker man sich wählen möchte. Und hier eine ganz wichtige Einstellungsmöglichkeit ist hier dann die Aktualisierungsverwaltung. Ich klicke auf Aktualisierungsverwaltung und ich bekomme dann angezeigt, wie unter Windows dann Updates. Ich gehe hier auf Prüfen und mit Prüfen kann ich dann zum Beispiel feststellen, ob es Updates für meine Ubuntu-Version gibt, ob es Sicherheitsupdates und dergleichen gibt. Sollte man installieren, um die Programme auf den neuesten Stand zu bringen, um vielleicht auch Sicherheitsprobleme lösen zu können. Generell kann gesagt werden, dass Ubuntu an und für sich Linux Ubuntu ein wesentlich sicheres Betriebssystem ist als zum Beispiel Windows, weil es praktisch kaum zum Beispiel Viren gibt, die jetzt dann für die Ubuntu zum Beispiel anfällig wäre. Deswegen kommt auch Ubuntu in der Regel ohne einen Virenscan aus. Es gibt hier dann auch zum Beispiel die Systemüberwachung. Das ist ein Programm, das mir die verschiedenen Einstellungen meines Systems zeigt. Zum Beispiel Speicherbelegung und hier zum Beispiel Prozesse, also jener Bereich, der zum Beispiel im Vergleich mit jenem Programm, das man unter Windows kennt, wenn man Steuerungstaste Alt Entfernen drückt, dann kommt dann der Task Manager und da kann man dann ebenfalls solche Einstellungen vornehmen. Ja, jetzt haben wir die Updates hier schon besprochen. Ich schließe das jetzt hier mal. Wir haben, glaube ich, diesen Bereich jetzt hier besprochen. Wenn man hier weitergeht, könnte man hier noch Einstellungen vornehmen, jetzt hier zum Datum, Uhrzeit und so weiter. Man kann hier einen Sound in der Lautstärke verändern, größer, kleiner. Man kann hier dann Netzwerkaktivität anschauen. Das könnte ich hier sagen, wegnehmen. Bin ich zum Beispiel nicht mehr mit dem Netzwerk verbunden, ist auch nicht mehr mit dem Internet. Ja, man kann hier auch hergehen natürlich und könnte dann zum Beispiel auch Ordner und Dokumente und dergleichen anlegen. Hier alles auf dem Desktop. Das Dateisystem ist aber hier bei Ubuntu etwas anders organisiert. Man sollte natürlich nicht alles nur auf dem Desktop machen, man hat hier einen sogenannten persönlichen Ordner. Das ist vergleichbar bei Windows mit den eigenen Dateien. Wenn ich jetzt hier herklicke, geht das auf und ich habe hier mehrere Ordner mir schon eingerichtet. Ich kann hier dann, das Programm ist der Dateimanager Nautilus, vergleichbar mit dem Windows Explorer. Wenn ich hier auf Dateisystem gehe, bekomme ich das Dateisystem eingeblendet. Das, was wir hier als persönlichen Ordner eingeblendet bekommen, finde ich auch hier unter Home, in dem Fall Schule, weil ich hier als Benutzer mit dem Benutzernamen Schule eingeblendet bin. Und hier kann man dann auf die entsprechenden Dateien dann zugreifen, ähnlich wie wir es von Windows gewohnt sind. Anders als bei Windows werden die Oberflächen, werden die Dateien möglichst immer in diesem Home-Ordner gespeichert. In dem Fall bei mir Home Schule. Ja, vergleichbar mit Windows Explorer. Kann man hier bestimmte Dinge dann durchgehen und sich anschauen. Ja, kein großer Unterschied, glaube ich. Man kann hier auch zu bestimmten Favoriten springen. Wenn ich jetzt hier auf Musik zum Beispiel springe, da bin ich an und für sich dann auch wiederum im Home-Ordner, nur in dem Ordner eben Musik dann letztlich drinnen. Wenn ich hier wieder auf Dateisystem gehe, vom Prinzip her Home, Schule, gibt es hier wieder den Musikordner und da wäre dann, wenn ich was drinnen hätte, etwas gespeichert. Ja, das hier zu den Orten. Wenn man auf Netzwerk geht, könnte man sich dann auch mit anderen Computern, die im Netzwerk drinnen sind, verbinden lassen. Ja. Hier haben wir
Shortcuts könnte ich jetzt hergehen und starte dann in Firefox. Also ich habe ein großer Vorteil verbunden ist, dass ich hier schon Programme vorinstalliert habe. Wie man Programme noch installieren kann, werde ich dir jetzt dann gleich zeigen. Es gibt nämlich hier bei Anwendungen schon praktisch standardmäßig installierte Programme. Ich könnte zum Beispiel jetzt hierher gehen und könnte hier die Grafik, das Programm hier LibreOffice Draw nennen. Das gesamte LibreOffice-Paket ist bei der Installation schon drinnen. Ich habe jetzt hier gerade vorhin Programme nicht richtig beendet. Ich möchte es abbrechen und starte jetzt hier und habe hier das ganz normale LibreOffice-Paket. Wir sind hier zum Beispiel eben unter Grafik LibreOffice Draw und eben dann bei Büro sind dann die anderen LibreOffice-Programme drinnen. Ja, es gibt eine Menge an Programmen, die vorher schon installiert sind. Man kann sich aber Programme noch zusätzlich installieren. Wie hier zum Beispiel dieses Programm, wenn ich jetzt eine neue Mindmap machen möchte zum Beispiel, klicke ich hierher. Alle Programme sind kostenlos, möchte ich nochmal erwähnen. Mache da weiter und schon kriege ich dann, wähle das hier aus. Und so kann ich mal ganz nett eine Mindmap erstellen. Alles Programme, die kostenlos sind. Natürlich nicht nur Mindmap, sondern viele Dinge. Das sind hier die unterschiedlichsten Bereiche. Hier habe ich Wine. Wine bringt mich dann zum weiteren Thema, nämlich Windows-Programme in Ubuntu. Es gibt hier das Zusatzpaket Wine. Mit Wine kann man sehr viele Programme, die an und für sich für das Betriebssystem Windows geschrieben wurden, auch unter Ubuntu laufen lassen. Und all diese Programme, die ich da gerade angesprochen habe, kann man hier über das sogenannte Ubuntu Software Center installieren und auch deinstallieren. Das Fenster geht jetzt hier auf. Wenn ich jetzt hier auf installierte Anwendungen gehe, sieht man eine Reihe von Anwendungen, die bei mir schon installiert sind. Ich kann aber auch kostenlos Programme zusätzlich in sehr einfacher Art und Weise dann installieren. Wenn ich jetzt hier auf Anwendung installieren, suchen wir zum Beispiel eine Rubrik aus, Spiele, suchen wir, welche Spiele könnte es sein, die mich jetzt interessieren würden, vielleicht ein Brettspiel, und installieren wir jetzt hier zum Beispiel das 3D-Schach. Ich möchte vielleicht Informationen noch darüber haben. Zum Teil gibt es sogar Bewertungen. Ah, da wurde noch nicht bewertet, also ich habe keinen Kommentar abgegeben. Ich gehe auf Installieren. Ich werde nach dem Superpasswort gefragt, also jenes Passwort, das ich bei der Installation schon angelegt habe. Ich klicke auf Legitimieren. Und das Programm wird installiert. Man sieht hier den Installationsverlauf. Auch da herunten. Je nach Internetverbindung halt schneller oder langsamer. Das sieht man auch, was ich jetzt heute schon installiert habe. Ist nur noch so und so viel Speicherplatz möglich. Also ich mache das hier in einem virtuellen Laufwerk. Ja, und das Programm wurde jetzt installiert und ich kann es jetzt dann, in dem Fall bei Spiele, kann ich das Programm jetzt hier zum Beispiel dann abrufen, wie man hier sieht. Wie geht das so? Ich habe das Programm noch nie ausprobiert. Ja, und wenn mich das Programm dann nicht mehr interessieren sollte, ich mache das jetzt hier zu, gehe ich dann wieder auf entweder installierte Anwendungen. Es gibt wirklich viele Möglichkeiten hinzugehen. Ich habe hier das 3D-Schach zum Beispiel, gehe wieder auf Entfernen. Und kann das Programm dann deinstalliert bekommen. Wenn ich andere Programme noch installieren möchte, kann ich auch über Suchbegriffen mir das zum Beispiel machen. Ich gebe zum Beispiel MP3 ein. Irgendetwas zum Thema MP3 würde mich jetzt interessieren. Und könnte jetzt hier diesen Tagger installieren. Ja, und so einfach geht das auch noch für sich. Mit ein paar Klicks hat man das Programm dann schon installiert und alles letztlich kostenlos. Ich mache das jetzt hier zu. Ja. Die Orte haben wir schon angesprochen. Jetzt sind wir beim System. Systemeinstellung, Systemverwaltung. Da kann man jene Bereiche im Prinzip dann erreichen, die man hier dann auch auf der rechten Seite, ich habe das vorhin schon gesagt, über Systemeinstellungen aufrufen konnte. Also entweder da drüben oder über diesen Weg kann man bestimmte Einstellungen vornehmen. Ja. Wenn ich jetzt hier mit der rechten Maustaste hinklicke, kann ich hier zum Beispiel Hilfe wählen. Und da gibt man dann genau zu diesem gerade von mir ausgewählten, mit der rechten Maustaste ausgewählten Bereich, gibt man mir dann zum Beispiel Hilfestellungen. Ja, und so kann man auf der rechten Seite eben auch Dinge einstellen. Wenn ich hier auf Hilfe und Unterstützung gehe, dann bekomme ich hier dann entsprechende Infos zu der aktuellen Ubuntu-Version eingeblendet und kann mich dann noch ein bisschen weiter dann
zum Beispiel informieren. Ein Feature, das man vielleicht noch erwähnen sollte, ist, dass es hier zum Beispiel eine Arbeitsfläche gibt. Ich kann hier umschalten. Wenn man sieht, haben wir hier vier Desktops. Ich könnte jetzt hergehen zum Beispiel, könnte jetzt hier ein Writer-Programm starten, so wie hier unter Büro. Kann an einem Text arbeiten. Ich maximiere das Ganze. Gehe dann in einen anderen Desktop und starte hier ein anderes Programm, den Firefox zum Beispiel. Ja. Und gehe dann hier herein und starte zum Beispiel den Google Chrome. Und somit habe ich dann in mehreren Desktops dann hier mehrere dieser Programme verteilt. Ich schalte ihn wieder zurück zum Beispiel oder gehe jetzt in einen leeren Desktop hinein. Ja, und kann dann so gesehen weiterarbeiten. Das heißt, Anwendungen startet man hier hier herum. Anwendungen installieren kann man über das Ubuntu Software Center. Zu bestimmten Stellen auf der Festplatte kommt man über diesen Weg hier. Am schnellsten vielleicht über den persönlichen Ordner. Kann dann hier sich durchklicken, wo man etwas dann versteckt hat. Ja, ein Betriebssystem, das nicht nur kostenlos ist, sondern auch sehr einfach und sehr praktisch zu bedienen ist. Ich hoffe, dir konnten diese paar Minuten mit Ubuntu helfen, dich besser in diesem Desktop zurechtzufinden.